So, von hinten. Oh, ja, okay, cool. Wie das Spiel noch von ausgeht, dass die Ladung geladen ist. Ey, wie das Spiel es wieder in einer Minute schafft, alles zu versauen, ne? Es ist einfach unfassbar. Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Off-Road Truck Simulator auf dem PC, Folge 545. Ja, wir stecken hier immer noch so ein bisschen in der Scheiße, ja. Das ist nicht gut. Da müssen wir auch auf alle Fälle raus. Da probieren wir auch auf alle Fälle mal unser Bestes, würde ich sagen. Ich probiere es jetzt hier einfach mal mit so einem Halbgas. Einfach mal hier durch die Gegend kutschen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Und da sehen wir auch eine Straße. Wunderbar. Da will ich hin. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diesen Tipp. Das ist durchaus ein kürzerer Weg. Ob es jetzt schneller ging letzten Endes, kann ich nicht sagen. Aber die Strecke an sich war natürlich kürzer. Auf dem Rückweg nehme ich dann aber vielleicht doch lieber den anderen Weg. Weil das Problem ist, dass wir jetzt schon ziemlich viel Sprit verballert haben. Und wir jetzt deswegen ohne... Also wir kommen jetzt nicht mehr zurück. Ist das Problem, ne? Kommen jetzt nicht mehr zurück, ohne zwischentanken zu... Ne? Also wir müssen jetzt noch zwischentanken, leider. Wir müssen dementsprechend den Caterpillar wieder bewegen, weil wir ja leider so lange da festhingen. Naja, was soll's. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Idee, auf jeden Fall hier mit dem Truck. Ich denke, der macht's dann schon etwas besser als der P16, ne? Ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den wir da bekommen haben. Oh, wie komme ich denn da jetzt aber hin? Dann fahre ich doch lieber so, ne? Bei Lea weiß ich gar nicht. Theoretisch ist hier ein Anhänger, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich muss jetzt da irgendwie rechts rüber noch. Ich will die Stämme erstmal loswerden, bevor mit der Ladung irgendwas passiert. Bevor da irgendwas passiert, muss ich die auf alle Fälle loswerden. Mittlerweile habe ich auch schon mir ein bisschen was zur Phase 6 angeguckt. Wahrscheinlich erstmal, ja, zwei Maps halt. Es wird wieder zum Teil ein Schneegebiet werden, ja. Ach, hier. Mhm. Das ist aber... nicht so geil gerade. Ah, so eine miese Sache. Aber erfolgreich. So, dann sind wir da. Okay, ging er dann doch jetzt flott. Einfach nur schnell loswerden. Danach kann der Truck machen, was er will. Oh. Erleichterung ist groß, sage ich dir auch ganz ehrlich. Yes. Und das müssen wir jetzt nur noch einmal machen. Ist das nicht schön? So, ist halt jetzt die Frage, soll ich jetzt hier wieder fahren oder lassen wir es jetzt bleiben? Schön ist die Route natürlich nicht. Ah, ich lass bleiben. Dann passt es ja doch aber mit dem Sprit. Dann passt es ja doch ganz gut. Und ich fahre jetzt aber lieber den langen Weg. So, dann müssen wir hier den ganzen Weg wieder zurück. Dahin. Und dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Und dann müssen wir das Ganze nochmal
einige Male machen, aber eben dann nur bis hier, um hier halt genug Planken bauen zu können. Und das Schöne ist, dass wir dann sogar den hier gar nicht brauchen, weil wir hier diesen Anhänger haben. Den kann ich dann mit dem hier... Ah, nee, kann ich... Naja, ja, ich kann ihn benutzen, aber dann habe ich ja den immer noch am Arsch. Scheiße, muss eh doppelt fahren. Naja. Nicht so wichtig. Aber vielleicht wäre es dann trotzdem cool, den irgendwann mal zur Werkstatt zu bringen und dann zu vertickern. Dann haben wir nämlich ein bisschen Knete. Noch mehr. Gott. Immer noch. Hoppala. Immer noch ein bisschen mit der Stabilität zu kämpfen. Ich glaube, hier sind wir noch gar nicht gefahren, wa? Wie viel Sprit habe ich denn jetzt noch? Na. 166, das ist weniger als die Hälfte. Ja, wahrscheinlich reicht es sogar nicht mal. Es sei denn, wir haben so überdurchschnittlich viel verbraucht da bei der Stelle letzte Folge, wo wir so lange gehangen haben, dass es jetzt ganz knapp noch reicht. Und dann würde das ja eh passen. Muss jetzt einfach nur darauf achten, dass wir nicht stecken bleiben und damit mehr Sprit verbrauchen, als wir eigentlich sollten. Dann sehe ich da eigentlich wenige Schwierigkeiten. Dann müssen wir nur noch den zweiten bringen, dann müssen wir die Planken herstellen. Das heißt, wir müssen bestimmt nochmal zweimal fahren wahrscheinlich, um überhaupt vier Planken zu machen. Und dann fahre ich am besten gleich ein drittes Mal, um auch noch genug Planken für die andere Map vielleicht noch bereitzustellen, ne? Oh Mann, Alter. Und dann müssen wir ja noch diese Holzbalken hier in die andere Map bringen. Das kommt ja dann auch noch dazu. Naja, so eine Stellen mag ich nicht, natürlich. So. Jetzt sind wir ja schon hier, das geht jetzt ganz schnell, ne? Weil die Route so ist nicht schwierig. Und rein von der Zeit her sind wir, glaube ich, nicht mal wirklich länger unterwegs, ne? Weil wir hier einfach nicht die Winde brauchen, weil wir hier einfach Gas geben und fahren. Und irgendwann sind wir halt da. Ne? Und dementsprechend machen wir es dann halt auch lieber so. Auf jeden Fall ein cooler Tipp. Letzte Folge, es ist auch nochmal eine nette Abwechslung gewesen. Schöner anderer Weg, aber ich sag mal, so erreichen wir ja letzten Endes auch unser Ziel. Und ja, dann mache ich es halt jetzt so. Warte mal, wo soll ich denn jetzt hier rein? Das ist schon die richtige Straße hier, ne? Ja. Muss mal aufpassen. Ja. Naja, wie gut, dass wir an der Servicestation vorbeifahren. Das heißt, ein reparierter Truck für uns. Und ich glaube, hier sind wir auch gleich wieder an der Stelle, an der wir eh abgebogen sind. Das hat jetzt hin und zurück 8 Minuten gedauert, also... Guck mal hier. Hier bin ich reingebogen. Und jetzt sind wir schon da. Also, das geht deutlich schneller. Auch wenn der Weg länger ist. Ja, mal was dazu. Aufsetzen. 136 immer noch. Das ist gut. Oh, das sind so eine Stellen, die nutzen sich wieder ab, ne? Da werden wir dann wieder beim zweiten und dritten Mal mehr Probleme haben. So ein Mist. Der Boden verändert sich.
Jedenfalls in der sechsten Phase habe ich auf jeden Fall ein neues Feature gesehen. Und zwar wird man dann in der Lage sein, zwei mittlere Baumstämme zu transportieren, weil es ein neues Add-on gibt für ausgewählte Trucks. Für diesen hier leider nicht. Aber für den anderen, also offen mit fünf Achsen, gibt es den. Und dann kannst du so einen Anhänger mit Medium-Stämmen transportieren, plus noch auf dem Truck selber. Das heißt, du kannst dann zwei Medium-Stämme gleichzeitig transportieren. Und das wird es natürlich dann ein bisschen einfacher machen, die Aufgaben schneller zu erledigen, gerade wenn man Holzplanken herstellen muss. Weil du dann mehr Planken mit zwei Mediums als mit einem langen bauen kannst, glaube ich zumindest. Also würde mich zumindest wundern, wenn es nicht so wäre. Ach komm, jetzt fängst du nach 10 Minuten schon damit an, ja? Wunderbar, Spiel. Wunderbar. Gestern ist mir aber auch aufgefallen, nach einer Zeit war es dann auch wieder weg. Ich verstehe es nicht. Muss man, glaube ich, auch nicht verstehen, oder? Muss man nicht verstehen. So, gib mir Holz. Die Holzletten. Die Holzletten. Ach, hier sind wir ja schon. Wahnsinn. Jo, das ging jetzt aber sehr, sehr zügig. Na, warte mal, hier musst du mal aufpassen. Dass wir nicht oben kippen. Komm! Ja, dann können wir uns sogar noch ein bisschen Sprit vom P16 ausleihen. Den brauchen wir ja eh nicht mehr, der kann theoretisch auch zurückgesetzt werden. Naja, er könnte natürlich den dritten Anhänger jetzt ziehen, aber naja. Ich glaube, es ist schneller, wenn wir es dann mit den Schwachs direkt machen. Also... Beziehungsweise ich zieh den hier einfach mit der Winde hinterher. Ist ja gar kein Ding. So, wie viel habe ich denn noch? Ich habe immer noch 113. Da siehst du mal, wie viel effizienter die Route ist. Naja. Okay, nice. Da sind wir wieder. Noch gerade mal 12 Minuten. Gut, die Folge werden wir nicht mehr hinschaffen wahrscheinlich. Nachtanken nehme ich mir doch aber dann gerne noch den Restsprit vom P16. Jetzt muss ich die Schisse hier irgendwie gewendet kriegen. Und die langen Stämme aufladen. So, jetzt mache ich mal folgendes, jetzt mache ich das nämlich so und jetzt muss ich den hier zu dem Übergangspunkt bringen. Ja, das, ja, ja. Ah, dann ruckel halt hier kurz. Yes. Wo muss ich da hin? Ich muss da hinten hin, ne? Dann kann ich den da nämlich nochmal voll machen, dann haben wir noch gar nicht so viel verbraucht. Wir können durchaus lange hier leben. Brauchst du das jetzt, wir kippen nicht um. Ich weiß nicht. Ob das was wird, ehrlich gesagt. Das kann eine Sache sein. Die kann uns das Ganze noch ziemlich hart versauen. Und gerade jetzt, wo wir wirklich dann schon scheinbar kurz vor der sechsten Phase stehen, die ist ja zumindest schon spielbar auf den Testservern, ne? Dementsprechend weiß man natürlich wieder, dass es neue Trucks geben wird. Dass es alles Mögliche neu geben wird und so weiter. Na, weiß man ja. Hm? Das sah ziemlich geil aus unter anderem. Da war zum Beispiel so eine richtig breite Autobahn mit mehreren Spuren. Geil. Durchaus. Ja, die erste Map hatte relativ wenig Schnee tatsächlich. Die zweite Map war dann mehr wieder mit Schnee und so weiter. Ja. Ich habe an sich nichts gegen Schneemaps. Die Erfahrung hat dann nur gezeigt, dass die Schneemaps halt alle viel assiger gebaut waren als die anderen Maps, weil da halt auch aufgrund des Eises und der Einbruchgefahr und so halt deutlich schissenere Sachen bauen kannst für den Flow. Das muss man halt sagen. Und deswegen
So. Jetzt geht's los. Dann bleibt er hier stehen. So, wir wollen dich nochmal voll machen. 1000 Liter haben wir damit noch übrig, also nochmal ja, fast 3 komplette Tankfüllungen, also mindestens 3 Fuhren. Plus die, also 4 Fuhren ungefähr, können wir so noch machen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Wissen wir Bescheid. Ja, so schaffen wir keine 4 Fuhren. Komm jetzt, die Power brauche ich jetzt nicht. Dafür habe ich dich jetzt hier nicht hergeholt. Zufällig mal fahren? Das ist doch wieder so ein typischer Müll. Das gibt's doch nicht hier. Als ob er hier... von hinten. Oh, ja, okay, cool. Wie das Spiel noch von ausgeht, dass die Ladung geladen ist. Ey, wie das Spiel es wieder in einer Minute schafft, alles zu versauen, ne? Es ist einfach unfassbar. Warte mal. Nee, das klappt nicht, ne? Wenn ich jetzt auf Entladen sage, dann ist es eh weg. Dann kann ich es nicht mehr laden. Ja, typisch, Alter. Echt. Echt toll. Ja, okay. Naja. Er kommt nicht mal ohne Ladung hier noch raus, ne? Was ist denn das jetzt hier schon wieder für eine miese Performance, oder? So sieht Unfähigkeit aus in dem Game. Ey, ohne Scheiß. Sowas muss doch nicht sein. Wir haben so viel hier zu tun. Und das Spiel kommt mir mit so einer Scheiße hier an, Alter. Wirklich. Sowas brauche ich hier nicht. Es ist einfach nur etwas, was ich nicht brauche und haben möchte hier auf diesem Mist. So. Jetzt ziehe ich dich mit, ob du willst oder nicht. Ja, hast du jetzt davon. Nicht mal so, ne? Ja, was kratzt denn da hinten? Dieser Pullover ist auch Mist. Ey, dieser Scheiß-Truck. Ja, jetzt ist da der Stein, ne? Oh, ja, ohne Scheiß, ne? Ich raste mal aus, Alter. Ey,
Hey Junge, du scheiß Autowinde, mach doch einmal deinen Job. Wenn du mir jetzt erzählst, dass du jetzt hier über diesen Stein nicht rüberkommst, dann raste ich aus. Ich raste aus, hast du mal verstanden? Dann machen wir es halt nochmal. Na, lieber hier als, ne? Weißt du ja, was ich meine. Jetzt allerdings wieder 30 Liter gekostet. Das Ding ist, ich glaube, wir brauchen noch nicht nachzutanken. Letztes Mal hat es auch dicke gereicht. Mit über 100 Litern übrig. Also. Ja. Dann fahre ich jetzt halt außen rum oder so. Wenn der Boden es jetzt schon nach dem zweiten Anlauf nicht mehr hergibt, dann, ja. Wissen wir ja Bescheid. So, naja, aber Tatsache sehe ich auch schon wieder, die Folge ist vorbei. Also machen wir dementsprechend die nächste Folge weiter. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.